Ja, das ist tatsächlich im Moment vielleicht eine Übergangszeit. Wochenlang war ja gar nichts. Man durfte gar nichts machen, nur zu Hause üben. Und ich hatte das Glück, bei dem allerersten Projekt bei meinem Orchester wieder mitmachen zu dürfen. Da haben wir eine Bach-Kantate aufgenommen. Und jetzt darf ich hier spielen heute. Unterschied, ob es 2 oder 200 Leute sind. Der größte Unterschied ist, überhaupt vor Leuten zu spielen. Und zwar vor Leuten, die man dann doch nicht persönlich kennt. Weil das ist dann wieder eine andere Nummer. Also doch, ein Publikum ist da, sobald ein einzelner Zuhörer da ist, finde ich. Hätte ich vielleicht nicht so gedacht, aber jetzt, dass ich die Erfahrung gemacht habe, muss ich sagen, doch, das war ein vollwertiges Publikum. Ich komme aus Australien. Ich bin in Sydney groß geworden, bin aber ziemlich lange schon in Europa, bin zum Studieren gekommen und bin irgendwie hängen geblieben. Ich glaube, jeder hat seine persönliche Geschichte da zu erzählen. Ja, die Familie ist dann doch sehr weit weg. Das muss man schon sagen, wenn die am anderen Ende der Welt sitzen. Meine Mutter hätte uns zum Beispiel in der Zeit jetzt besuchen sollen. Und das fällt natürlich weg. Aber heutzutage gibt es auch andere Möglichkeiten. Auch meine Mutter hat es auf die Reihe gekriegt, per FaceTime mit uns jetzt mal zu telefonieren. Und ja, irgendwie geht das schon. Seitdem wir als Orchester dieses berühmte Foto gemacht haben auf dem Dach da hinten. Und es sieht ganz anders aus als, ich meine, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren das war, aber vor einigen Jahren auf jeden Fall. 5 Jahren vielleicht? Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall, da hat sich gewaltig was getan hier. Es sind immer noch große Baustellen, aber ja, langsam nimmt es hier eine Form an, finde ich.